Du siehst ja aus wie die Grumpy Cat. Ich bin nicht Grumpy Cat, ich bin Grumpy Matt. Wer? Matt? Grumpy Matt. Matt? Hm? Ich bin trocken seit 3 Tagen. Wie seit 4? 4 Tage. Das stimmt nicht. Doch. Nee. 4 Nachmittage. Du hast am 1. Januar Alkohol getrunken morgens. 4 Nachmittage. Es ist übrigens Frühling, es wird grün. Yeah, es passt ja, aber gar nichts zu dem, was da draußen vor sich geht, glaube ich. Nee, pass auf. Aber mir fehlt irgendwas heute. Ach ja, mir fällt gerade ein, was, pass auf. Was sagst du zu dem neuen Intro? Da war irgendwas anders. Kann man sich angucken, oder? Hast du gesehen, unten war der Mann von der Feuershow. Oder? Hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder. Der Lutze. Und der Matze. Und wie ihr hier hinter uns sehen könnt, ist vorbei mit dem Grün. Es schneit. Schön, endlich. Ja. Da hast du mal was da haben. Warst du einkaufen in Berlin? Ja, ganze Zeit hast du gejammert. Hast du Schnee gekauft? Nein. Die Tüten? Betten ausgeschüttelt. Es hat geschneit, geschnitten. Ist ja schon wieder fast weg, aber hoffentlich schneit es ja nochmal. Wir werden sehen. Aber guck mal, wie wir hier sehen können. Wir haben hier Neujahrsbaden im Waldbad. Waldbad war ausgefallen, ne? Hier in der Friedrich-Engels-Straße. Ja, und sind wir tatsächlich hier, haben wir ja 2, 3 Bildchen von tapferen Eisbadern. Ohne Eis, Vanilleeis. Eis kam erst einen Tag später, aber da gibt es auch ein Foto hier von. Guck mal hier, da waren wir auch im Eisbaden gewesen. Ja, Waldbad hat leider nicht geklappt. Das ist immer so schön gewesen, dass ich das erste Mal nach wie vielen Jahren, wo das nicht war. Ha, jetzt bin ich richtig. Nach wie vielen Jahren? Ja. Okay, seit so vielen Jahren. 2005 war wohl mal das erste, glaube ich, 2006. Seht auf der Seite www.waldbad-brockheide.de. In den alten Fotos könnt ihr in Erinnerungen schwelgen. Und wo es jetzt endlich geschneit hat, geht der Gruß der Woche an alle fleißigen SchneemannInnen, BauerInnen. Rinneninnen. Oder wie das heißt. Na gut, Schneemänner, Bauer, Bauern, Familien. Wie man sagt, hallo liebe Fans und liebe Finnen. Weil nämlich der Norman Mund eine Battle bei Facebook Battle, eine Schneemann Battle gestartet hat bei Facebook und dann haben sich gleich einen Haufen angeschlossen und hier sind die Bildchen von denen. Weil das ist ziemlich gleich alles passiert, ne? Weil die Bilder, die kamen ja direkt anschließend auch gleich. Zack, 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 hochgeladen. Kamen. Und sag mal, wie viele Schneemänner habt ihr gebaut, Jesus? Bei uns, das waren nur so 3,5, ne? 3,5? Hm. 3,5? Mit Frosch? Das waren aber mehr die Jugendlichen. Das war ein Frosch. Links stand ein Frosch, ja. Mit dem Frosch auf dem Froschauge. Du hast nicht gemacht. Ja, ich habe ein Foto gemacht. Okay. Und hier der von Norman ist ja eigentlich nur so groß geworden, weil er Mika mit eingebaut hat. Ich glaube, da waren 2 drin. 2 übereinander eingebaut, ne? 2 Meter groß. Naja, der muss Langeweile gehabt haben, weil es wohl der Mittagsschlaf ausgefallen war. Jedenfalls schönen Gruß und vielen Dank für die Schneemann-Ninnen. Rinnen. Oder so. Habt ihr gut gemacht. Vielleicht schneit es ja nochmal und dann können wir nochmal richtig loslegen. So. Und hier, wir grüßen übrigens auch, ne, Claudia, wir haben ja schon geantwortet aus Fürstenwalde. Ja. Zieh ruhig her, ist schön hier. Ja, genau. Also kannst du nicht bereuen, kommst du hier aus Fürstenwalde wieder her. Übrigens, ich war schon 2-mal in Fürstenwalde und habe dort nämlich mal vor ein paar Jahren Ausstellung gemacht, dort in der Kunstgalerie am Markt 1, glaube ich, heißt das. Hast du da ausgestellt? So? Habe ich ausgestellt. Ich habe mich ausgestellt, nein, ich habe Bilder ausgestellt und Performance gemacht. 2-mal war ich schon mal in der Kunstgalerie. Bestimmt nackig. Aber zieh mal nach Borkheide, kannst du nicht bereuen. Alle nackig, oder? Meistens waren nackig, ja. Das ist halt so. So Zuschauer oder? Die Zuschauer waren nicht nackig. So, gut. Dann machen wir weiter mit dem Hotel Fliegerheim. Das hat jetzt seine Entensaison eingestellt. Nee, noch nicht. Gibt es auch noch, ne? Jedenfalls gibt es da jetzt zu futtern. Neue Speisekarte im neuen Jahr. Du wolltest Spargelkarte sagen, ne? Neue Speisekarte im neuen Jahr. Da gibt es märkischen Wildschweinbraten, da gibt es hausgemachte Rinderroulade, Kaninchenkeule, gepökelter Tafelspitz. Wow, wow, wow. Frisch aus Borkheide geliefert. Die werden ja hier auch. Nee, hat mit den Spitzen nichts zu tun. Frischen Lachsfilet und gegrillte Hähnchenbrust und das natürlich immer noch außer Haus. An Limettensoße habe ich. Zum Warmmachen. Und da gibt es noch was Neues, Matze. Du kennst dich damit aus, habe ich gehört. Womit? Na, mit dem Neuen, was es jetzt hier gibt. Ab 11.01. Ab 11.01. gibt es neue Bewirtschaftung, heißt das. Ja.
in der Gaststätte am Waldbad. Mhm. Heißt jetzt Futterhaus. Futterhaus, ich dachte Futterhaus? Erst, ja, ich habe es gelesen, ich dachte erst Vogelfutter. Der Flyer war ja schon in Brockheide News. Und genau, haben wir heute reingelegt. Blendest du den hier gerade ein? Ich habe den schon rein, ich blende ihn auch nochmal ein, ich habe den aber schon in die Gruppe gelegt. Genau. Ja, da gibt es ein normales Essen, glaube ich, so, ne? So erstmal außer Haus, Frühstück, Brötchen, ja. Bockwurst, BTC, also normales. Auf jeden Fall wechselnder Mittagstisch auch zu. Und das Ganze ab 11.01. von 8 bis 14 Uhr. Und der Rest wird sich zeigen. Und der Rest wird sich zeigen. Annegret Brockwald, guten Start gewünscht. So, und jetzt kommen wir zum Schluss, weil wir haben ja gerade angefangen mit dem Jahr. Ist noch nicht so viel her. Geknallt hat es ja nicht so doll in Brockheide, oder? Weniger als sonst. Ja, war alles sauber gewesen. War alles gut. Und mach mal Wetter. Gibt es mehr Schnee? Also so dunkel, wie es heute draußen war, hängt da noch ganz schön viel in den Wolken drin. Ja. Temperaturtechnisch bleibt es tagsüber um die 2 Grad, geht zum Richtung Wochenende tagsüber gegen 0. Und die Nachttemperaturen sind Anfang der Woche um die 0. Mittwoch geht es mal ein bisschen runter und pegelt sich auch so um die 0 bis minus 2 Grad Richtung Wochenende ein. Niederschläge täglich möglich, Donnerstag und Samstag, Sonntag eher weniger. Ja, du hast endlich das, was du haben wolltest, hast deinen Schnee. Ja. Hast Schneemannbilder, konntest Schneeball werfen. Was hat dein Hund gesagt zum Schnee? Ja. Er hat erst dumm geguckt, du, beim ersten Mal wollte gar nicht raus. Und mit gestern, nee, heute Morgen hat er sich dann im Schnee gewälzt. Brauchte ein bisschen Anlauf. War sie gar nicht mehr gewöhnt. Es gibt, glaube ich, Kinder hier, Menschen hier in Deutschland, die haben noch nie Schnee gesehen. Diesmal das erste Mal heute, ne? Ich glaube, so ganz kleine Kinderchen. Es gibt auch Führerschein-Neulinge, die das noch nie mitgemacht haben. Ja, es gibt auch Menschen, die mich noch nicht gesehen haben und welche, die dich noch nicht gesehen haben und welche, die Brockheide News TV noch nicht gesehen haben. Also, welche, die uns gar nicht sehen wollen. Vergesst nicht, uns zu liken und zu abonnieren. Dann seid ihr mal auf dem Laufenden, auch für das nächste dumme Zeug, was wir für dieses Jahr so geplant haben oder noch nicht geplant haben, was uns dann so wir einfällt. Haben nichts geplant, weil du kannst hier nichts mehr planen. Ja. Gut, also gesundes neues Jahr euch allen. Schöne Weihnachtsfeier gehabt letztes Jahr? Ich habe schöne Weihnachtsfeier gehabt. Silvesterparty? Gegessen, getrunken, geschlafen. Danach geschlafen, dann wieder gegessen und wieder getrunken, wieder geschlafen. Lockdown, was ist denn dieser Lockdown? Kennst du den? Ja, das ist so ein an einem Türschlüssel, Lock, da, und dann fällt der immer runter und das ist dann down. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Naja, mal sehen. Veranstaltung haben wir noch nicht für dieses Jahr. Nee. Da haben wir noch keine Termine. Och, mir rumpelt heute. Also, ich glaube, ich habe zu viel Tee. Gut, Matze, ey, das war's jetzt für heute, für den Anfang. Das ist der erste dieses Jahr. Mal gucken, wann der letzte kommt. Bis dahin. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Passt auf, dass ihr nicht ausrutscht. Macht die Autos frei. Schützt euch vor Glatteis. Schnutendeckel auf, bleibt gesund. Schnutendeckel. Schnutendeckel. Und tschüss. Dann. Ja, wie immer. Nächstes Mal. Matze. Mit der Lütze, guck mal. Lütze, tschüss. Hast du gut Sex hingekriegt. Ja. Ciao, ciao. Dialektpresse.